Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Pokémon Let's Play. Eine Spieleserie, die längst den Status legendär erreicht hat. Pokémon, ja, es gibt viele Editionen und wir werden alle Pokémon-Editionen chronologisch durchspielen und beginnen damit dann bei Pokémon Rot. So, ich hatte den Anfang, habe ich bereits schon dreimal aufgenommen, allerdings auf einem anderen Emulator und da war immer nur meine Stimmaufnahme drin und nicht der Ingame-Sound. Jetzt aber nach einem Emulatorwechsel kann ich auch mit Fraps aufnehmen und ich hoffe und denke mal, dass das alles so klappen wird. Ja, und ich würde sagen, starten wir einfach mal ins Spiel, ne? Ja, ich nenne mich bei Pokémon-Spielen eigentlich immer durchweg Ash. Ich weiß nicht, ob ich sie vorlesen will, kann ich ja mal. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Wie lautet dein Name? Ja, wie gesagt, ich nenne mich eigentlich immer Ash, habe ich als Kind immer gemacht und mache ich eigentlich immer noch so. Und der Rivale ist eigentlich immer, sobald es passt, auch Gary. Ja, eben der. Vor allem in den Anfangseditionen sieht er auch wirklich aus wie der Gary aus der Sendung, aus der Serie. Und ja, da passt der Name Gary auch recht gut, würde ich sagen. Ja, wir starten jetzt eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon. Ich habe vergessen vorzulesen, fällt mir gerade ein. Erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum mit wahr. Naja, in der Pixelwelt rumzurennen, wo dich jeder Typ auf der Straße angreift, fällt nicht unbedingt ein Traum, aber hier sind wir in unserem Zimmer und wir haben einen Baum oder eine Blume, eine Pflanze, ein Bett, einen Fernseher und eine Spielkonsole, der mitten, ich glaube es war ein Super Nintendo, genau, er spielt Super Nintendo, okay, die Reise kann beginnen. Ein Fernseher, der mitten im Zimmer steht, ein Tisch, ein PC und ein Schrank. Mehr besitzen wir nicht. Keine Uhr, nichts. Das haut nicht. Hier mag, glaube ich, gar keiner aus an der Toilette. Man muss halt nicht in der Pokémon-Welt. So, wir nehmen den provisorischen Trank mit, der in diesen Editionen natürlich hier ist. Ja, und würde ich sagen, gehen wir mal runter zu unserer Mutter. Die hat auch nicht wirklich mehr. Hallo, Mutter. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Ja, aber ich weiß ja, wenn wir zu Professor Eich nach nebenan gehen, dann ist da niemand zu finden. Er teleportiert sich in diese Stadt, sobald wir dieses Gras betreten. Warte, geh nicht raus, da ist er teleportiert. So, er kommt hinauf und... Professor Eich, draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ja, wir kriegen jetzt gleich unser erstes Pokémon-Geschenk. Das ist nicht so spektakulär wie in den neueren Editionen, wo du dann in deinen Koffer reingreifst und dir die Pokébälle anguckst. Und was weiß ich, hier liegen die einfach in der Größe unseres Kopfes auf dem Tisch. Ja, ich will nicht länger warten. Gary, lass mich nachdenken. Ach, richtig. Ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet. Einen Moment. Hier, Ash. Dort liegen drei Pokémon. Haha. Sie befinden sich in den Pokémon. Ich weiß nicht, was er eben so lustig war, warum er haha gesagt hat. Aber in meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Ja, was ist mit den anderen geworden? Altersschwäche oder? Aber ich gebe dir eines ab. Wähle. Halt, Opa, und was ist mit mir? Habe ein wenig Geduld, Gary. Auch du sollst eines bekommen. Das machen doch alle Opas, die bevorzugen den Jungen von dem an eigentlich immer ihrem eigenen Enkel. Naja, also es ist eigentlich egal, welches Pokémon wir nehmen, denn ich werde dieses Pokémon nicht in unser Team mit aufnehmen. Denn ich werde ja, wie gesagt, alle Pokémon-Editionen chronologisch durchspielen. Und da ich vorhabe, in Pokémon Gelb alle drei Starter zu nehmen, ja, werde ich in Pokémon Rot und Blau
unser Starter so früh wie möglich aus dem Team entfernen. Also, ich weiß nicht, das hier müsste, glaube ich, Glumanda sein. Jawohl. Nehmen wir einfach mal, weil das ja Pokémon Rot ist, nehmen wir Glumanda. Aber, wie gesagt, es wird uns nur kurz begleiten. Bis wir... Ja, ich habe ja, wie gesagt, habe ich den Anfangsteil schon mal gespielt. Ich gebe eigentlich nie Spitznamen, das gebe ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich habe den Anfangsteil schon dreimal aufgenommen. Und... Ja, ich nehme natürlich Shigi, das Pokémon, was gut gegen uns ist. Ja, also wie gesagt, ich habe den Anfangsteil schon mehrfach aufgenommen. Und bevor wir gegen ihn kämpfen, möchte ich sagen, dass wir unsere beiden Pokémon recht früh bekommen. Unsere ersten beiden Team-Pokémon. Und Glumanda dann schon aus dem Team kommt. So. Und jetzt kommt der provisorische Rivalenkampf zu Beginn. Warte, Ash. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. So, der Kampf, der von Taktik geprägt sein kann, wenn man möchte. So wie ich Game Boy aber eigentlich nie ist. Ich greife eigentlich immer an und zu 90% gewinne ich, zu 10% nicht, aber... Soll es jetzt eh nicht stören, dieses eine Level, was wir da kriegen, denn wir behalten Glumanda ja eh nicht. Oh, ich könnte jetzt ganz oft da ihn schwächen und ihn hier mit Heuler seinen Angriff schwächen, solange bis er nichts mehr abzieht und dann mit Kratzer angreifen, so wie er es oft macht. Also oft greifen, setzen die Gegner ja dann Silberblick oder was auch immer die können oder Heuler ein. Aber guten Schlag hier, aber die Attacke schlägt fehl und ich greife einfach runter weiter an und das sieht so aus, als mit dem Volltreffer zusätzlich, als ob wir gewinnen und das ohne viel Taktik. Und noch ein Volltreffer. Okay, das fängt ja schon mal sehr gut an. Das kann ruhig so weitergehen, das Let's Play Young. Und von mir aus auch alle Let's Play noch ein dritter Volltreffer hinterher, okay. Ja, Level 6. Drei Volltreffer hintereinander. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon mal hatte. Ja. Er hat verloren, okay, ich werde meinen Pokémon trainieren, damit die stärker werden. Ash, Opa, wir sehen uns später. Ja, das wird auch gar nicht lange dauern, bis wir uns sehen. Denn wir sind momentan erst der Sklave von Professor Eich, indem wir ein Paket abholen aus der nächstbesten Stadt. Aber zuerst holen wir uns unseren Trank von unserem Supermarktmitarbeiter, der hier sein ganzes Leben lang hier vor diesen Büschen und auf diesem Gras hin und her läuft und nie arbeitet und nur Werbegeschenke verteilt. Das ist doch ein Job. Und eigentlich würden hier dem Gras auch wilde Pokémon kommen. Tun sie momentan irgendwie nicht. Stört mich jetzt auch nicht weiter, denn in diesem Gras ist eh kein Teammitglied. Aber da kommt unser erstes wildes Pokémon, ist ein Taubsi. Ich weiß nicht, ob ich das ins Team aufnehmen werde. Also dieses in Pokémon Rot auf keinen Fall. Vielleicht in Pokémon Blau. Aber da wir ja auch noch Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün spielen, werden wir garantiert in irgendeiner Edition von diesem Antaubsi fangen und das in unser Team aufnehmen. Wenn ich es schon mal angesprochen habe, die Remake-Edition wie Blattgrün, Feuerrot oder Soul Silver, Heart Gold oder Seelen Silber und Herzgold, aber das hört sich für mich nicht so gut an. Ja, da wird es schwierig sein, fünfmal, also plus die Special Edition Kristall und Gelb, also fünfmal in derselben Region verschiedene Teams aufzustellen. Aus dem Grund habe ich gedacht, bei den Remakes kann ich es ja noch ein zweites Mal probieren, ein gutes Team aufzustellen, aber bei dem fünften Mal, ein zweites Mal, ein viertes Mal probieren, ein gutes Team aufzustellen, aber bei dem fünften Mal würde ich dann vielleicht mit eurer Zustimmung, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, dass ich dann da vielleicht, ja, dass ich da vielleicht also eine Art so ein Best-of-Team mache, also die besten Pokémon aus den Editionen zuvor, und dass ich daraus ein Team mache. Ich weiß noch nicht, ich nehme meistens so circa 5 Pokémon, die ich trainiere, ja, ist recht viel, manche machen das mit 3 oder 4. Ich nehme meistens 5 und das letzte wird dann VM-Pokémon und später in der Liga dann durch ein legendäres ausgetauscht, so mache ich das meistens. Ja, und hier sind wir auch. Hey, kommst du aus Alabastia? Der kennt jeden, der da reinkommt, aus welcher Stadt er kommt. Professor Eich schickt dich. Oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Ash erhält Eichs Paket. Ja. Wir haben ein Paket gekriegt, juhu. Und wir gehen hinaus und wir laufen wieder den ganzen Weg zurück.
Man kann jetzt durch das Gras laufen, man kann aber auch, wie man eben schon gesehen hat, diese Dinger, man kann die nicht hochlaufen, aber man kann die runterlaufen. Ja, ist das nicht schön? Ja. Gut für die Leute, die Pokémon gar nicht kennen, aber ich glaube, davon gibt es nur sehr wenig. Man kann Pokémon fangen mit Pokébällen. Die werden wir uns auch gleich kaufen, sobald wir wieder in der Stadt sind. Und ja, man kann Pokémon trainieren und sobald sie ein bestimmtes Level erreicht haben, entwickeln sie sich. Manche entwickeln sich auch nicht, manche entwickeln sich durch Steine. Das werden wir aber später sehen. Wir werden auf jeden Fall ein Pokémon fangen, was sich mit einem Stein entwickelt. Also werden wir das auf jeden Fall in diesem Let's Play schon sehen. So, ihr kriegt jetzt das Paket. Oh, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa, ich weiß nicht, ob ich dazu sagen soll, wer das jemand sagt. Wäre vielleicht ein bisschen viel. Weil hätte ich jetzt eben sagen müssen, Gary Opa. Naja, auf jeden Fall, weiter geht's. Warum hast du mich hierher bestellt? Ja, war nicht lange weg. Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Professor Eich. Na, jetzt habe ich es wieder vorgelesen. Also, naja, eigentlich müsste das groß genug sein, dass man das auch vom iPhone, iPod, was weiß ich, wenn man das so guckt, müsste man das eigentlich auch erkennen können, was da unten steht. Also, oder wer das sagt. Ich werde versuchen, es nicht mitzulesen. Manchmal passiert es mir halt so wie jetzt, aber egal. Ash, Gary, diese beiden sind für euch. Ash erhält ein Pokédex von Professor Eich. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles okay, Opa? Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Ash, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben, Ash. Hahaha. Also, ich kann nur mal sagen, wir kriegen trotzdem eine. So, wo wir schon mal das Thema Pokédex haben. Also für die Leute, die ihn nicht kennen, Pokédex gibt es in jeder Pokémon-Edition. Sobald man Pokémon fängt, werden die in den Pokédex eingetragen. Und ja, werden dann quasi... Ja, dann stehen dann Informationen, wie schwer die sind, wie groß die sind, circa. Ah, und wieder ein Taubsi. Wie schwer die sind, wie groß die sind, circa. Und eine kleine Info dazu. Spätere Edition, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon so ist, ein Gebiet, in dem man es fangen kann. Ja, und halt sowas. Oh, das war eher ein Volltreffer gehabt. Was ich sagen wollte, schon wieder ein Volltreffer. Was ich sagen wollte in dieser Edition, also normalerweise, wenn ich ein Pokémon-Spiel durchspiele, so, fange ich so gut wie jedes Pokémon, was ich noch nicht... Oh, Level 7. Fange ich so gut wie jedes Pokémon...